Danke für den Bericht. Wir gehen in die Debatte ein und als erstes zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Christoph Lengle. Das war der Berichterstatter und nun ist Christoph Lengle von der FPÖ Vorarlberg am Wort. Vielen Dank, Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister. Ja, zur Debatte steht das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz. Worum geht es da? Zum einen werden wir mit dieser Gesetzesänderung eine 10-jährige Verlängerung herbeiführen, um für die Zukunft hier gerüstet zu sein. Und konkret geht es darum, dass wir hier sogenannte Wirtschaftslenkungen haben, die eben Österreich im Falle einer Krise darauf vorbereiten, bei Lebensmittelknappheit gerüstet zu sein. Selbstverständlich möchte ich hier an dieser Stelle auch einmal deponieren und hoffe, dass das nicht der Fall ist, denn derartige Notmaßnahmen sind selbstverständlich nie gut. Und gerade im Falle eines Krieges, einer Krise, ist es natürlich sehr, sehr schlecht für uns. Und das hoffe ich eben nicht, dass wir das haben. Von unserer Seite, von freiheitlicher Seite, gibt es jetzt hier aber schon etwas Kritik, und zwar bezüglich der Vorgehensweise. Und da möchte ich auch sagen, dass es nicht sein kann, dass man hier quasi kurz vor Sitzungsbeginn oder knapp davor herkommt mit den entsprechenden Anträgen und dann das gleich beschließen lässt und mehr oder minder wir überhaupt keine Möglichkeit haben, auf dieses Gesetz einzugehen beziehungsweise dieses Gesetz einmal genau zu begutachten. Und hier von Ihrer Seite, von der ÖVP-Fraktion vor allem, hier einfach sich eine Zweidrittelmehrheit zu beschaffen, ohne alle Fraktionen, die im Parlament vertreten sind, einzubinden, das finde ich jetzt nicht ganz in Ordnung. Und das ist auch sicherlich nicht im Sinne einer Demokratie und schon gar nicht von einem ordentlichen Parlamentarismus. Bezüglich der AMA-Marketing ist hier auch einiges zu sagen. Und zwar gibt es da sehr, sehr viele Rechnungshofvorschläge, insgesamt 55. Und diese sind mehr oder minder überhaupt nicht angenommen bzw. umgesetzt worden. Stichwort Auftragsvergaben und Intransparenz. Und was mich hier auch besonders stört, ist jenes, dass hier das sogenannte Interpellationsrecht fehlt. Und es kann eigentlich nicht sein, dass wir hier als Parlamentarier nicht einmal das Recht haben, dort Anfragen zu stellen und gewisse Informationen auch über die AMA-Marketing zu erlangen. Hier wäre es wünschenswert, dass das auch einmal geändert wird und auch dem Artikel 52 BVG Genüge getan wird und hier eben auch dieses Anfragerecht eingeräumt wird. Dann mehr oder minder schon eine kleine Krise hat es in den letzten Tagen gegeben, und zwar in meinem Heimatland in Vorarlberg, und ist auch medial recht breit getreten worden unter dem Titel Schweineskandal in Vorarlberg. Was ist jetzt da passiert? Da ist Folgendes passiert: Da wurde Fleisch verkauft, und dieses Fleisch wurde ganz klar tituliert und bezeichnet, dass dieses Fleisch aus Österreich kommt. Das war aber nicht richtig, sondern dieses Fleisch ist aus dem Ausland gekommen. Und noch schlimmer ist, dass dort in der Information für den Konsumenten angegeben wurde, dass dieses Fleisch nur circa 3 bis 4 Stunden auf dem Weg war. Und das hat man jetzt geprüft bzw. herausgefunden, dass das eben nicht stimmt, sondern dieses Fleisch war rund 8 bis 10 Stunden unterwegs. Und da gibt es auch Bilder und Videoaufnahmen bereits davon, dass hier mitten in der Nacht, in einer sogenannten Nacht- und Nebelaktion, hier diese armen Tiere von einem LKW auf den anderen umgeladen worden sind. Der zuständige Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg, der Herr Moosbrugger, hat jetzt hier massiv angekündigt, dass hier gesetzliche Regelungen herbeigeführt werden sollten, beziehungsweise hier eine klare, eindeutige Kennzeichnungspflicht gemacht werden muss. Das möchte ich jetzt hier unterstreichen, weil das kann es nämlich nicht sein, dass hier die Konsumenten derart in die Irre geführt werden. Jetzt sind ja Sie da, Herr Minister, und mich würde jetzt hier schon interessieren, was Ihr Parteikollege da für Maßnahmen vorhat, wie das gesetzlich ausschaut. Und ich hoffe selbstverständlich auch, dass hier in diesem Fall, in diesem wirklichen Skandal hier endlich auch eine lückenlose Aufklärung kommt, weil das kann es wirklich nicht sein. Abschließend halte ich fest, dass wir Freiheitliche dem Gesetz jetzt nicht zustimmen werden. Insbesondere eben auch wegen der Vorgehensweise. Wäre nett, wenn Sie uns da auch einmal einbinden würden, dann könnte man vielleicht drüber reden. Und vor allem auch für die Zukunft,
wäre es schon sehr sinnvoll, dass wir hier diese 55 Vorschläge des Rechnungshofes auch endlich einmal umsetzen. Intransparenz bemängelt Christoph Lengle von der FPÖ Vorarlberg bei der AMA Marketing. Er fordert ein Anfragerecht.